Diese 10 schweren Erste-Hilfe-Fehler solltest du kennen. Bist du dir sicher, dass du weißt, wie man eine Wunde, eine Zahnverletzung, eine Schürfwunde oder eine Vergiftung korrekt behandelt? Viele Leute versorgen Verletzungen auf Basis ihres Instinktes oder falscher Informationen. Auch wenn sie wirklich helfen wollen, können sie einem Opfer so eher schaden. Bleib dran, um zu erfahren, was du bei Erster Hilfe unbedingt tun und lassen solltest. Und vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, um mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Nummer 10. Auf einen Quallenstich pinkeln. Es ist eine weit verbreitete Heilmethode, auf einen Quallenstich zu pinkeln. Doch in Wahrheit kann Urin auf der betroffenen Stelle brennen und dadurch den Schmerz noch verschlimmern. Die beste Methode ist, Essig auf den Stich zu gießen, um die Tentakel zu entfernen und das Brennen zu lindern. Dann beseitige die verbliebenen Tentakel mit einer Pinzette und führe Wärme zu. Wende auf keinen Fall Meerwasser an, da es die Verbrennung nur noch ausbreitet. Kühle sie auch nicht, da die Kälte das Gift in der Haut konserviert. Nummer 9. Heißes Wasser auf eine Frostbeule gießen. Die Stellen, die meistens von Erfrierungen betroffen sind, sind Finger, Zehen, Nase, Ohren, Wangen und Kinn. Das Aufwärmen darf allerdings nicht übereilt passieren. Es muss allmählich erfolgen. Geringe Erfrierungen können zu Hause behandelt werden, doch schwere sind ein medizinischer Notfall. Der erste Schritt sollte sein, das Opfer ins Innere zu bringen und seine Hände unter seinen Achseln zu platzieren, damit er oder sie langsam und natürlich aufwärmt. Rubbel niemanden, um ihn aufzuwärmen, da die Reibung die brüchige Haut beschädigen kann. Leg als nächstes den erfrorenen Körperteil in warmes, nicht heißes Wasser. Sobald dem oder der Betroffene etwas wärmer ist, bring ihn bzw. sie ins Krankenhaus. Nummer 8. Einen ausgeschlagenen Zahn putzen. Ein ausgeschlagener Zahn gilt als zahnärztlicher Notfall. Wenn du also eine Chance haben möchtest, dass er wieder eingesetzt werden kann, geh direkt zum Zahnarzt. Doch wenn der Zahn am Unfallort nicht ordentlich behandelt wird, ist eine Wiederanbringung oft nicht möglich. Ist dein losgelöster Zahn schmutzig, rubbel ihn nicht fest ab und halt ihn nicht zu lange unter laufendes Wasser. Ihn abzuschrubbeln, Alkohol zu verwenden oder zu sehr mit ihm herumzuhantieren, kann wichtige Teile des Zahns entfernen. Spüle ihn nicht länger als 10 Sekunden mit lauwarmem Wasser ab, falls er schmutzig ist. Wenn es keinerlei Ablagerungen gibt, bring ihn so zum Zahnarzt, wie er ist. Nummer 7. Elektrische Verbrennungen unterschätzen. Wenn du ein Gerät in die Steckdose steckst und einen elektrischen Schlag bekommst, denkst du vielleicht, dass das nur ein kurzer Schock war und nichts allzu gefährliches. Du magst nach dem Schlag vollkommen in Ordnung aussehen und dich gut fühlen, aber elektrische Verbrennungen können unsichtbaren Schaden anrichten, der dir gar nicht bewusst ist. Bei dieser Art Verletzung befindet sich der Großteil des geschädigten Gewebes unter der Hautoberfläche. Unterschätze also nicht den Schaden, den Strom anrichten kann, und geh umgehend zum Arzt, damit er oder sie deinen Zustand beurteilen kann. Nummer 6. Bei einer Vergiftung Erbrechen herbeiführen. Früher wurde Leuten gesagt, dass sie zum Erbrechen führenden Brechwurzelsirup im Haus haben sollen, falls es zu einer Vergiftung kommt. Heute wissen Experten und Expertinnen, dass Erbrechen das Gift nicht effektiv genug aus dem Bauch entfernt und raten nicht mehr zu dieser Behandlung. Brechwurzelsirup ist vielorts nicht einmal mehr frei verkäuflich, aber das heißt natürlich nicht, dass manche Leute ihn nicht noch irgendwo herumliegen haben. Was du im Falle einer Vergiftung tun solltest, ist etwas Wasser oder Milch trinken und umgehend den Giftnotruf wählen. Ist das Gift auf deiner Haut, spüle es mindestens 15 Minuten lang mit lauwarmem Wasser ab. Entferne jegliche kontaminierte Kleidung und wähle den Giftnotruf. Nummer 5. Das Opfer eines Autounfalls bewegen. Fahrerin oder Fahrer bzw. eventuelle Fahrgäste vom Unfallort wegzubewegen, scheint instinktiv logisch, aber es ist ein großes Tabu. Und zwar, weil Bewegung die Verletzungen noch verschlimmern kann, die vielleicht nicht alle äußerlich erkennbar sind. Es könnte auch die Wirbelsäule des Opfers destabilisieren und eine Lähmung riskieren. Stattdessen ist der erste Schritt immer, den Notarzt zu rufen. Ist die Unfallumgebung sicher, kannst du dich dem Opfer nähern und mit ihm reden, um es zu beruhigen. Du kannst auch seinen bzw. ihren Kopf und Hals abstützen, um zu verhindern, dass er oder sie sich dreht und windet. Bleib mit dem Notruf in Kontakt und warte darauf, dass die Ambulanz eintrifft. Diese Regel darf ignoriert werden, wenn das Auto in Flammen steht oder eine andere unmittelbare Gefahr besteht. Denk nur immer daran, dich nicht auch selbst in Gefahr zu bringen. Nummer 4. Schürfwunden an der Luft lassen.
Entgegen der allgemeinen Meinung muss eine Hautabschürfung nicht auslüften oder atmen. Eine solche Wunde freiliegen zu lassen ermöglicht nur das Eindringen von Keimen und Schmutz, was das Risiko einer Infektion erhöht. Grundsätzlich gilt, befindet sich eine Wunde an einer Stelle, die leicht verschmutzt oder anfällig für eine Reizung durch Kleidung ist, ist es am besten, sie abzudecken. Schütze deine Schramme mit einem Verband oder einem Pflaster. Nach ein paar Tagen sollte sich Schorf gebildet haben, was das Signal dafür ist, dass der Heilungsprozess fast abgeschlossen ist. Kratz auch niemals am Schorf herum. Deine Finger sind mit Bakterien übersät und du endest im schlimmsten Fall mit einer Entzündung. Außerdem führt Schorfkratzen zu Narben. Nummer 3. Einen abgetrennten Finger sofort auf Eis legen. Das klingt nach einem ziemlichen Albtraum, aber einen Finger zu verlieren ist durchaus möglich, wenn man Lebensmittel schneidet, mit Messern arbeitet oder gefährliche Maschinen bedient. Ein häufiger Fehler ist es, den abgetrennten Finger sofort in eine Tüte mit Eis zu legen. Die American Academy of Orthopedic Surgeons rät strengstens davon ab, den Finger in direkten Kontakt mit Eis kommen zu lassen, da das die Nerven schädigen kann. Wickel ihn stattdessen umgehend in Verbandmull und lege ihn in einen verschließbaren Beutel. Leg den Beutel dann in einen Behälter mit Eis und fahre sofort ins Krankenhaus. Wenn du das Lenkrad noch halten kannst. Nummer 2. Eine Wunde mit scharfen Chemikalien reinigen. Es herrscht der Irrglaube, dass man eine zu reinigende Wunde als erstes mit Alkohol oder Wasserstoffperoxid desinfizieren sollte. Diese scharfen Chemikalien sind allerdings nicht nur unglaublich schmerzhaft, sie können auch die Heilung verzögern und das Gewebe schädigen. Bei der Reinigung von Wunden ist Wasser dein bester Freund. Halte eine Verletzung mindestens 5 Minuten unter laufendes Wasser. Beurteile nach genauem Hinsehen, ob sich noch Fremdkörper in der Wunde befinden, bevor du sie abdeckst. Nummer 1. Eine Wunde falsch verbinden. Im Falle von oberflächlichen Wunden kann medizinisches Klebeband Leute vor der Notaufnahme und dem Nähen bewahren. Doch wenn du den Verband falsch anlegst, löst er sich früher oder später wieder ab. Und falls die Wunde dann wieder aufbricht, ist sie viel anfälliger für Infektionen. Um eine Verletzung ordentlich zu verbinden, beginne, indem du sie reinigst. Schneide dann etwas Pflaster in ca. 1,3 cm breite Streifen, die außerdem lang genug sind, um mindestens 2,5 cm über die Wunde hinauszureichen. Platziere dann als erstes einen Streifen auf eine Seite der Verletzung, dann einen weiteren auf der anderen Seite, ohne die Wunde selbst abzukleben. Nimm als nächstes beide Enden der Streifen und zieh sie in einer schnellen Bewegung zusammen, um die Wunde zu schließen. Kleb noch weitere Streifen auf die gleiche Weise hinzu, bis alles komplett mit Pflaster abgedeckt ist. Wickel nun Verbandsmull darüber und überprüfe die Verletzung regelmäßig. Und vergiss nicht, wähle in jedem Notfall immer als erstes den Notruf. Die Infos in diesem Video sind als Unterstützung für dich gedacht, während du auf die Ambulanz wartest oder bis du dich selbst in professionelle Hilfe begeben kannst. Okay, Sonnenseite-Fans, kennt ihr noch andere Erste-Hilfe-Tipps oder häufige Fehler, die Menschen in Notsituationen machen? Verrat's uns unten in den Kommentaren. Denk dran, dem Video ein Däumchen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat und teilt mit deinen Freunden und Freundinnen. Klick auf Abonnieren, um mit uns auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Da sehen wir uns wieder. Pass auf dich auf.